Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, gerade mal wieder im Deister unterwegs und ja, ich baue hier gerade meinen Tarp auf und da dachte ich, ich könnte euch mal meine Alu-Heringe zeigen. Und zwar sind das relativ günstige, die es in einem großen Package bei Amazon gibt. Ich habe hier für 18 Stück um die 8-9 Euro bezahlt. Und ja, die sind absolut genial. Die Dinger kommen in drei Farben. Wir haben hier einmal dieses wunderbare Rot, sehr schönes Signalrot. Ein helles Silber, geht es natürlich bei den schönen Farben, ne? Lost. Und für unsere Freunde, die taktischen Mall Ninjas, haben wir hier auch Tactical Schwarz. Nehme ich eher nicht so gerne, weil wenn man mal so im Halbdunkeln seinen Tarp auf- oder wieder abbaut, ist das durchaus schwer zu sehen, trotz dieser ja, feinen Lasche hier hinten. So, ja, wie ihr seht, hier fliegt noch alles durch die Gegend und ja, ich würde jetzt mal kurz die groben Züge hier fertig machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, diese Heringe hier, wie gesagt, war ein, finde ich, ziemlich geiles Angebot. Wie gesagt, Link packe ich unten drunter. Ich habe damals vor ungefähr 2-3 Jahren auch schon mal den gleichen Artikel bei Amazon gekauft, nur damals waren es halt nur solche silbernen Alu-Heringe. Heringe übrigens in der Fall auch nicht so ganz richtig, sind Erdnägel. Schönen Gruß an dieser Stelle an Johannes, ne? Wir haben ja keine Fische hier unterwegs. Aber wir sind ja nicht päpstlicher als der Papst. Ich sage weiterhin Hering, also von daher. Was sagt ihr eigentlich dazu? Hering, Erdnagel? Schreibt es ruhig mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ja, aber ich bin abgeschweift. Schreibt mir, nee, nein, alles klar. Ja, diese Heringe damals habe ich gekauft und ja, da haben, ich glaube, ich habe 5 Euro bezahlt damals und habe 6 von diesen Alu-Heringen bekommen. Das war damals ein richtig guter Preis. Heute habe ich einfach mal, oder nicht heute, aber vor kurzem habe ich dann halt mal wieder reingeguckt bei dem Artikel und irgendwie hat sich der Artikel komplett gewandelt. Also es ist, wie gesagt, die gleiche Artikelnummer, also der Link führt zu dem gleichen Artikel. Aber jetzt gab es dann 18 von diesen Erdnägeln und zwar sogar in 3 Farben und das Ganze für nur knapp 8-9 Euro. Und das ist schon ein Deal, wo ich dann sagte, da muss ich mal zuschlagen und das wollte ich euch unbedingt mal mitteilen. Weil, ja klar, braucht man diese Dinger? Das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Wir sind hier im Wald unterwegs und ich glaube, 1-2 von euch haben auch ein Messer, vielleicht. Und ja, man kann sich klar natürlich aus dem Totholz, was hier so rumliegt, Heringe selber schnitzen. So, jetzt ist die Frage, hat man dafür Zeit? Hat man dazu Lust? Und wie gut hält das? Also ich habe auch oft genug Heringe selber geschnitzt. Und ich muss sagen, es hat halt mal so gehalten. Also wenn ich, je nachdem, was für einen Stock ich hatte, teilweise muss ich dann auch relativ lange suchen, um einen halt einigermaßen stabilen Stock zu finden, der auch noch einigermaßen gerade und relativ lang war, der halt nicht gleich abgebrochen ist. Und ja, ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Ihr seid dann unterwegs und ja, klar, ich habe euch ja schon mal diesen Trick gezeigt, ne, wie ihr mal gucken könnt, anhand der Sonne, wie lange es noch dauert, bis die Sonne untergeht. Aber manchmal ja, überrascht einen halt die Dunkelheit doch schneller, als man denkt. Und ja, in dem Fall dann nochmal Tarp aufbauen ist schon mal so eine Sache, das frisst Zeit und ich bin so einer, ich kriege dann immer so leicht ein bisschen Panik, ich muss immer alles aufgebaut haben und dann kann ich erst quasi entspannen. Und ja, das ganze Problem habt ihr mit solchen fertigen natürlich nicht. Also, braucht man sie? Nicht unbedingt. Sollte man sie dabei haben, wenn man sich den Luxus gönnen möchte, ich denke schon. Weil diese Heringe wiegen auch wirklich nichts. Ich blende euch die Maße hier mal ein, wie groß und wie schwer diese Dinger sind. Die wiegen fast nichts. Also man merkt eigentlich nicht, dass man das Gewicht dabei hat. Und von dem Packmaß her sind sie ja auch, wie man sieht hier, kann man sie auch relativ klein zusammenpacken. Ja, zusätzlich habe ich hier diese V-Form oder diese Y-Form. Anhand dieser Form, die lässt sich wunderbar in den Boden treiben, an ja,
allen möglichen Standorten hier, wie gesagt, hier im Eis und im weichen Sand oder weichen Waldboden halten diese Dinger wunderbar. Wie gesagt, unterschiedliche Farben für unterschiedliche Zwecke. Ich hatte ja gerade eben so einen kleinen Eingangswitz gemacht über diese schwarzen hier, dass es nur was für die taktischen Mall Ninjas ist. Aber ich will euch mal was zeigen. So, wo ist der Hering, ne? Oder? Ne? Und wenn das jetzt noch irgendwie ein wenig die Dämmerung wäre, dann, blöd, ne? Also, auch die Schwarzen haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Und wie gesagt, das Coole ist halt, man kann dann immer variieren, je nachdem nach Setup, was man halt so braucht. Was kann man dann halt mitnehmen. Ja, was ist noch zu sagen? Wir haben hier wunderbar noch diese kleinen Haken dran, da kann man dann wunderbar Schnur drum wickeln, das hält dann auch bombastisch. Und was halt auch ziemlich cool ist, wir haben hier so eine, an jedem Erdnagel so eine kleine Schlaufe dran, damit kann man den Hering wunderbar aus dem Boden wieder rausziehen. Ich weiß nicht, jeder von euch kennt das bestimmt auch, ich habe da schon mal so ein kleines Zelt irgendwo zusammengebaut und diese kleinen Metall-Erdnägel, die einfach nur so ein Metall-L sind, wenn ihr die richtig schön in den Boden reingerammt habt, versucht die mal wieder ordentlich rauszukriegen mit den Fingern. Schwer. Also, mein Fazit. Wenig Geld, ziemlich cooler Artikel, universell einsetzbar und ja, wie gesagt, für einen schmalen Apfel und ein Ei zu besorgen. Und ich bin sehr zufrieden und ich gönne mir diesen Luxus. Also wie gesagt, man muss ja nicht immer ans Limit gehen. Wer ans Limit gehen möchte, kann das natürlich gerne machen. Aber wer sich mal so ein bisschen Luxus gönnen möchte, dem kann ich diese Dinger nur empfehlen. Alles klar, Leute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.